kennst du folgende Situation. Du führst ein gutes Gespräch mit jemandem. Doch irgendwann kommst du zu dem Punkt, an dem du nicht mehr weißt, worüber ihr noch sprechen sollt. Das kann sehr peinlich sein. Doch das Gute ist, es gibt 4 Themen, über die du mit jeder Person zu jeder Zeit sprechen kannst. Das erste Thema ist Familie. Studien haben ergeben, dass wir uns mehr zu anderen Leuten hingezogen fühlen, wenn wir mit ihnen über unsere Familie sprechen. Doch sei vorsichtig, das ist ein sehr intimes Thema, deswegen solltest du den Anfang machen. Sag sowas wie, hey, dieser Typ da drüben erinnert mich an meinen Onkel, und dann erzählst du eine witzige Geschichte über deinen Onkel. Das nächste Thema ist Beruf. Ich weiß, das klingt nicht sonderlich spannend, aber du kannst dieses Thema durchaus sehr spannend gestalten, wenn du nicht über die Kollegen sprichst oder wie spannend die Arbeit ist. Du musst die Person fragen, warum sie diesen Job ausübt. Was gibt ihr der Job zurück? Was macht ihr Spaß daran? Noch ein kleiner Tipp, verfall nicht in den Interviewmodus. Geh darauf ein, was die andere Person sagt. Als nächstes kannst du die Person fragen, was für Hobbys sie hat. Die meisten Leute sprechen nämlich sehr gerne darüber. Frage sie, warum sie dieses Hobby hat. Was macht ihr daran Spaß? Was gibt es ihr zurück? Das letzte Thema sind Träume. Die meisten Leute trauen sich nicht offen zuzugeben, was ihre Träume sind, denn oft sind das so Dinge wie ein berühmter Schauspieler werden. Und dafür bekommt man häufig negatives Feedback oder wird sogar ausgelacht. Deswegen ist es auch das letzte Thema, weil es auch wieder sehr intim ist. Du solltest Verständnis für die Person zeigen und ihr zeigen, dass du ihren Traum respektierst.